Für Thüringen ist das für die demokratische Mitte heute ein bitteres Ergebnis. Wir haben für diese demokratische Mitte gekämpft und diese demokratische Mitte hat keine Mehrheit bekommen. Das stimmt uns nachdenklich. Wichtig ist, natürlich, Rot-Rot-Grün hat heute keine Mehrheit bekommen, die Regierung Ramelow ist abgewählt. Auch das ist ein Ergebnis dieses Tages. Aber ich wiederhole das nochmal, dass die demokratische Mitte keine Mehrheit bekommen hat. Das ist das bittere Ergebnis dieses Wahlabends. Und deswegen entsteht daraus auch eine Verantwortung für uns in der Feststellung zunächst, dass Bodo Ramelow vor allen Dingen gewonnen hat, weil er von Linken, von SPD und von Grünen Stimmen gezogen hat und dass die beiden heute auch so mit uns gemeinsam in der demokratischen Mitte so schwach abgeschlossen haben, ist auch ein Ergebnis dieses Zuges auf der einen Seite. Es gibt keine linke Mehrheit in diesem Land und es ist ein Zustand, mit dem wir nicht gerechnet haben, mit dem, glaube ich, niemand gerechnet hat. Seit 1949 nicht gab es demokratische Wahlen, die zu so einem Ergebnis geführt haben, die eine Regierungsbildung in der Mitte nicht ermöglichen. Dennoch, dass die Thüringer und Thüringer heute so stark wählen gegangen sind, ist ein ermutigendes Zeichen. Und es ist wichtig, ich bin froh, dass 30 Jahre nach der Friedlichen Revolution so viele Thüringer Bürgerinnen und Bürger von ihrem Wahlrecht Gebrauch gemacht haben. Und deswegen muss man das Wahlergebnis akzeptieren und jetzt auch schauen, was man gemeinsam mit diesem Wahlergebnis macht. Da aber noch nie jemand mit so einem Ergebnis gerechnet hat, kann man auch nicht heute Abend Antworten geben. Wenn es heute Abend Antworten gäbe, hätten wir sie darauf eingestellt, dass man darauf eine Antwort haben muss. Und deswegen werden wir in Ruhe beraten müssen, wie man jetzt umgeht, wie man miteinander spricht und wie man dazu kommt, dass dieses Land eine Regierung bekommt. Das ist unser Anspruch. Ich glaube nicht, dass es für das Land richtig ist, wenn eine geschäftsführende Regierung jetzt über Wochen und Monate versucht, ihre Arbeit weiterzumachen. Dieses Land braucht eine Regierung. Wir müssen unser Wort machen in Berlin. Die Thüringer Bürgerinnen und Bürger haben zu Recht darauf, dass man aus dem Ergebnis auch Handlungsfähigkeit sicherstellt. Und genau das ist unser Auftrag. Dafür stehen wir. Und das werden wir auch als verantwortungsvolle Partei machen. Aber heute Abend müssen wir erstmal gemeinsam nachdenken, was das Ergebnis mit uns im Land gemacht hat. Danke. Alles gut. Es ist lieb von euch, wenn ich bei anderen Wahlen immer Fernsehen geschaut habe und habe die Leute so lange klatschen sehen, habe ich immer gefragt, ob das klug ist. Ich verstehe das aber als Ermutigung und ich verstehe es auch als Dank für den Wahlkampf, den wir zusammen gemacht haben. Das wollte ich euch sagen, weil das war schon eine gute Nummer, die wir gemacht haben. Und es war schon echt stark. Ich glaube, es war der beste Wahlkampf, den wir seit Jahrzehnten hier gemacht haben in diesem Land. Die Umstände sind, wie sie sind. Aber wir haben echt einen guten Wahlkampf hingelegt und dafür bin ich euch dankbar, all die mir geholfen haben in den letzten Wochen und Monaten, dass wir das Ding für uns so intensiv, so gemeinsam gemacht haben. Die Ergebnisse sind so, wie sie sind, wir nehmen sie an, aber ich will euch Danke sagen dafür, dass ihr die ganzen letzten Wochen und Monate gemeinsam mit mir so intensiv, so hart, so wichtig für unsere Demokratie auf den Straßen in Thüringen unterwegs gewesen seid. Danke euch dafür. Applaus